Weil das Hilfsmittel ist, das Objekt isolieren, das ist dieses hier. Das ist interessant, wenn Sie sehr, sehr umfangreiche Zeichnungen haben und Sie wollen sich meinetwegen jetzt nur auf ein Objekt konzentrieren. Ich nehme mal hier beispielhaft dieses Rechteck, dann kann ich das hier anklicken und dann hier auf Objekt isolieren gehen. Dann tut er quasi nur das Objekt anzeichnen. Ich könnte jetzt hier damit arbeiten, das verändern und kann dann wieder den Isoliermodus beenden. Das ist dann interessant, wenn im Prinzip jetzt hier andere Objekte hier reingehen und man kann halt hier an dem schlecht arbeiten. Nehmen wir an, ich hätte jetzt hier, das mal zu simulieren, hätte ich meinetwegen, das überschneidet sich jetzt hier noch mit anderen. So kriegen wir das jetzt hin. Ja, so und nehmen wir an, das ist jetzt hier so drin und dann haben wir meinetwegen hier noch einen Kreis drüber gezeichnet. Ich versuche jetzt mal diese Situation ein bisschen nachzustellen. Meinetwegen so. Und ich komme jetzt hier an das Objekt schlecht ran, will aber das hier bearbeiten. Dann kann ich es auswählen, gehe jetzt hier auf Objekt isolieren, dann sind die anderen weg und ich kann jetzt hier in Ruhe ja, das editieren und meinen Bedürfnissen anpassen. Ja, meinetwegen hier einen Bogen draus machen und wenn ich fertig bin, hebe ich das auf, Isolierung beenden und habe quasi jetzt hier frei arbeiten können. Genauso könnte ich es umgekehrt machen. Ich könnte jetzt hier diese Objekte anklicken und einfach sagen, verbergen, Objekte verbergen, dann sind die weg und könnte jetzt hier damit arbeiten und kann dann hier wieder den Isoliermodus beenden. Ja, da können natürlich argumentieren, naja, das kann man auch über die Layer machen, ja, aber das setzt natürlich voraus, dass das Objekt auf einem anderen Layer ist wie das. Ja, aktuell sind die alle auf demselben Layer, ja, und dann ist es natürlich, dann kann man mit dieser Option hier arbeiten, muss das nicht extra auf ein extra Layer, muss das jetzt, muss die Objekte nicht unbedingt auf ein extra Layer auslagern, und hat was noch eine Möglichkeit, zusätzlich zu den Layern Dinge sichtbar zu machen und so weiter. Also das ist quasi eine Möglichkeit, quasi zusätzlich zu den Layern Objekte an- und auszuschalten. Ja, vergessen Sie danach allerdings nicht, das wieder zu beenden, diesen Isoliermodus. Das kann dann schnell mal passieren.